Sind wir hier bei Mad Max oder was? Was für ein Fahrzeug ist das, Leute? Moin Leute, euer Bomb hat wieder am Bambus und heute ist euch das neueste Fahrzeug in GTA Online. Bevor wir mit dem Video anfangen, möchte ich euch bitten, einen fetten Like fürs Video zu lassen und für die Leute, die noch nicht abonniert haben, abonniert mir, verpasst die krassesten Informationen rund um GTA Online. Aber welches Fahrzeug hat denn Rockstar Games hinzugefügt? Naja, hinzugefügt kann man nicht ganz sagen, denn dieses Fahrzeug existiert schon in GTA Online. Es geht nämlich um den BF Weevil. Das neue heute dran ist einfach, dass man diesen BF Weevil auch jetzt in Bennys reinfahren kann und das Ganze zum Custom-Fahrzeug umtunen kann. Dieses Fahrzeug findet ihr natürlich jetzt auf der Bennys Originals Seite und könnt ihr für einen stolzen Preis von eigentlich 652.000 GTA kaufen, aber es gibt gerade einen Rabatt und deswegen kostet er gerade nur 391.500 GTA. Also ich würde sagen, wir holen das Ding einfach mal und schauen, was für Tuning-Möglichkeiten wir haben. So, das Aufrüsten vom Weevil zu Weevil Custom kostet euch leider nochmal schlappe 980.000 GTA, also knapp 1 Million $. Was schon ziemlich viel ist, aber gut, wir machen es mal. Und zack, boom, bam und boah, das Fahrzeug sieht jetzt schon krass aus. Also die Verwandlung vom Weevil zu Weevil Custom ist auf jeden Fall heftig, Leute. Und das Fahrzeug wird jetzt auch zum Muscle Car, nur so als Info. Und nein, das sage ich jetzt schon, das Auto eignet sich nicht für Muscle Cars Rennen. Bei den Tuning-Möglichkeiten, zum Beispiel wie beim Stoßstangen, fällt mir natürlich auf, dass sehr viele Stoßstangenmöglichkeiten existieren. Aber nur die erste Stoßstange kann lackiert sein, der Rest ist unlackiert oder verchromt oder wie auch immer. Das finde ich persönlich sehr schade, da ich gerne lackierte Stoßstangen sehr mag, generell lackierte Autos halt. Aber gut, gehen wir mal weiter Richtung Scheinwerfer. Ihr habt hier unglaublich viele Möglichkeiten, bei den Scheinwerfern irgendwas auszuwählen. Ihr habt unglaublich viele Auswahlmöglichkeiten. Und das Coole hier dran ist auch, ihr könnt sogar die Schlussscheinwerfer umrüsten, umtunen, wie ihr es halt wollt. Und das ist halt wirklich mega krass und wiederum auch sehr selten. Denn meistens könnt ihr nur vorne die Scheinwerfer tunen, aber nicht hinten. Bei diesem Fahrzeug könnt ihr es aber trotzdem. Richtig krass. Aber hier ein kleiner Minuspunkt am Motor. Denn der Motor ist ja hinten und eigentlich erwartet man ja vom Bennys Fahrzeug bzw. Custom-Fahrzeug, dass man den Motor optisch tunen kann. Ja, hier leider nicht. Hier hat man leider sehr viel Potenzial in diesem Fahrzeug einfach vergeben, da man hier den Motor so gesehen später auch optisch sichtbar tunen kann, was hier aber leider nicht viel bringt, da der Motor einfach, ja, wie PS3-Zeiten aussieht. Deswegen schade an dieser Stelle. Aber gut, kommen wir mal zum Motor. Das ist doch nicht die Motorhaube. Der Motor ist hinten, Leute. Warum heißt das die Motorhaube? Egal, ich sage jetzt einfach mal, den Kofferraum könnt ihr auch sehr gut umtunen, beziehungsweise viele Tuning-Möglichkeiten. Und ihr könnt hier auch beim Kofferraum, Leute, auch Verzierungen dran tunen. Was hier auch generell sehr cool ist, ist zwar generell alles, ich sag mal, sehr klein und muss man genau hinschauen, aber wiederum kann man sagen, ins Detail, Leute, ne? Was ich hier persönlich aber auch sehr cool finde in diesem Fahrzeug, ist zum Beispiel der Innenraum. Den Innenraum könnt ihr jetzt nicht krass umändern wie bei manchen anderen Bennys Fahrzeugen, aber dafür gibt es hier auch Änderungen, die es nur bei diesem Fahrzeug ist. Also sprich, nicht immer nur Copy-Paste von Bennys Fahrzeugen, denn ihr könnt hier, wie ich finde, so Hocker, so Barhocker als Sitze nehmen, was ich persönlich richtig lustig finde und sehr cool finde. Dazu könnt ihr natürlich auch die Türen umtunen, beziehungsweise die Türen auch in der, sag ich mal, Lederfarbe umtunen, wie die Barhocker halt. Zu den Designs muss ich sagen, dass hier auch wirklich sehr schöne Designs sind und vor allem auch sehr typisch Käfer-Designs, ne? So, man denkt ja so Käfer, 80er Jahre, alles in Stone, Weed und genau solche Designs gibt es für dieses Fahrzeug. Also, wie gesagt, das Fahrzeug an sich punktet gerade bei mir extrem gut. Aber was ich hier persönlich extrem lustig finde und extrem cool finde, ihr kennt doch alle diesen Mercedes-Stern auf der Motorhaube, der so schön aufrecht steht und der oft geklaut wird, ihr wisst, was ich meine. Und genau das kann dieses Fahrzeug auch haben, denn ihr könnt natürlich hier auch eine Verzierung auch noch auf dem Kofferraum machen und auch so ein Mercedes-Stern, also Bibelstern, wie auch immer, das ist einfach wirklich mein Highlight an diesem Fahrzeug einfach. Kommen wir mal zum Dach. Das Fahrzeug ist ja generell so, wenn man so dran denkt, so ein Surferfahrzeug und ja, normalerweise hat man ja nur so ein, zwei Surfbretter zu Tuning-Möglichkeiten. Das passt ja selten dann zur Lackierung, die man eigentlich haben möchte. Aber dieses Fahrzeug hat unglaublich viele verschiedene Surfbretter zur Auswahl, dass ihr wirklich praktisch jede Farbkombination auswählen könnt. Also ich bin wirklich krass begeistert. Ich habe das hier zwar keins aufgerüstet, aber generell finde ich die Möglichkeit unglaublich cool, das zum Surferfahrzeug zu machen. Auch wenn ich persönlich finde, der Weevil normal ist eher ein Surferfahrzeug und der Weevil Custom, naja, eher Richtung Mad Max, ne? Und weniger Surferboy, aber naja, lass uns mal dahingestellt.
Was ich persönlich auch noch sehr cool finde, ist die Sonnenblende. Da die Sonnenblende nicht einfach so auf die Scheibe geklatscht ist, sondern hier auch so Retro-Sonnenblenden haben kann, was wiederum zum Fahrzeugstil einfach passt. Und zu guter Letzt, was mich an diesem Fahrzeug natürlich auch aufgefallen ist, ist natürlich die Federung. Denn wenn dieses Fahrzeug, ich sag mal, tiefer legt von der Federung, dann stellen sich die Räder leicht schräg, was natürlich so für Tuning-Treffen oder für Showcars natürlich sehr cool aussieht. Aber gut, Leute, was sage ich jetzt allgemein zum Fahrzeug? Dieses Fahrzeug hat unglaublich viele Tuning-Möglichkeiten. Es sieht krass aus. Wie gesagt, ich finde, das sieht aus wie so ein Mad Max-Fahrzeug. Denn ihr könnt das Ganze zum Mad Max-Auto umrüsten, dass ihr vorne so Schaufeln habt, dass ihr an der Seite so Benzinkanister habt, etc., etc., etc. Und deswegen finde ich das Fahrzeug einfach unglaublich cool. Der Preis, ja, einkaufen billig, umrüsten dann doch recht teuer und dann mit den ganzen Tuning-Teilen seid ihr auf jeden Fall bei ca. 2 Millionen Dollar. Aber gut, ich finde trotzdem, das Fahrzeug lohnt sich über alles, denn dieses Fahrzeug ist einfach so krass und so ein Fahrzeug hat man einfach wirklich nicht oft im GTA Online, deswegen ist hier eine klare Kaufempfehlung. Wie gesagt, nicht für Rennen geeignet, für Mastercar-Rennen. Und die Frage, ob ich das Fahrzeug gemoddet habe, stellt sich natürlich auch hier nicht mehr, denn ich hatte das Fahrzeug ja schon direkt gemoddet zur Verfügung gestellt gehabt. Deswegen Leute, falls ihr dieses Fahrzeug haben möchtet, dann kommt in mein GIF-Custom-Friends-Livestream rein und schnappt euch dieses Fahrzeug oder andere Fahrzeuge von diesem DLC. Aber gut, Leute, das waren jetzt alle Informationen zu dem Beavil Custom. Wenn euch dieses kleine Informationsvideo gefallen hat, würde ich mich über das Freunde fetten Daumen nach oben da lassen könntet. Aber ich bin raus, euer Wombat. Ciao.